Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es die Umrüstung von dem Rapid Chino oder Chino. Und ja, ich würde sagen, da fahren wir mal direkt in die Benny's Original Motor Works Garage rein, Tuning Garage. Und ja, mal schauen, was wir hier so verändern können, besser machen können, hoffentlich besser machen können und nicht noch schlimmer. Ansonsten ja, die Umrüstung kostet nur 185.000 GTA-Dollar. Nicht teuer, also für eine Umrüstung überhaupt nicht teuer, ist ganz billige Kiste hier. So, zack. Ja, Panzerung, Bremse ist ja drauf, Stoßstangen ist auch drauf, Fahrgestell, Tank. Machen wir auf jeden Fall in Chrom, ist auf jeden Fall klar hier. Motorblock. Ich will tatsächlich V8 Lack Rippenabdeckung machen, also mit Lack und so. Rippen Dinger, jo, Luftfilter, mache ich auf jeden Fall Chrom Luftfilter drauf. So, Motorabstimmung haben wir auch, Auspuff, Sprengstoff, Kotflügel, Motorhaube anscheinend auch, weil da keine Sterne sind, das heißt, da gibt es nichts Neues. Hydraulik würde ich die Vierfachpumpe V-förmig machen, also weil hier auf jeden Fall Hydraulik auf jeden Fall keine schlechte Sache bei solch einem Lowrider. Ja, ist ja ein Lowrider eigentlich, nur sollte er sein. Ausstattung. Das Design. Ja, ich würde das hier tatsächlich Standard lassen. Ausstattungsfarbe. Ansonsten in ganz schwarz. Verzierungen. Ja, eigentlich braucht man sowas nicht, aber vielleicht. Nee. Instrumente. Weiß nicht, so ein Sonnen. Nee. Ja, Volo Totenkopf negativ. Machen wir mal Lenkrad. Ja, ich finde, das passt schon direkt. Oder das hier. Ja, doch. Direkt die Kröte. Ich würde eigentlich. Ups. Ich würde direkt die Kröte nehmen. Und im Voraus, nicht im Voraus, sondern ich wollte mich noch entschuldigen für die Tonqualität der letzten, was waren das da, zwei Videos. Ja, die war echt ein bisschen kacke, weil mein Mikro nicht aufgenommen hat, sondern über meine Kopfhörer aufgenommen wurde. Und ja, das ist ein bisschen nicht so schön. Aber ja, ich mache die Kröte drauf. Schallknüppel bin ich nicht so der Fan von. Schilder. Ja, Los Handles, ich würde. Obwohl, San Andreas könnte man auch machen. San Andreas Neon. Ja. San Andreas Neon mache ich mal dran hier. Lichtfarbe. Mache ich mal. Was gibt's denn hier so? Ich mache mal helllila. Oder nee, Schafterlila. Würde ein bisschen zu dem Lenkrad passen hier mäßig. Ja, Schafterlila mache ich auch auf jeden Fall drauf. Und ja, Lichter haben wir an sich so. Neon Kids kommen wir definitiv nicht drauf. Design, okay. Ich würde hier so ein lila Blumenmuster drauf machen. Hat was. Dann Nummernschildhalter. Ja, eigentlich nicht so. Eventuell. Ja, mal schauen, was kann man hier so drauf machen. Magnetics, klassisch. Könnte man drauf machen. Ist auch so lila farben unten dann. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, hier so diese ganzen Wunschnummernschilder mache ich. Du musst auch fertig geduschen. Nein. Ja, und diese ganzen Wunschnummernschilder mache ich nie. Und ja. Ja, die bleibt bei Sekundärfarbe, ist ja auch, sollte dasselbe sein tatsächlich. Jetzt haben wir lila grüner Flop. Ich sehe hier sonst keine, deswegen mache ich es mal drauf trotzdem. So, Ausstattungsfarbe haben wir sonst. Dach, kein Dach. Tuning, das hatten wir auch genau. Falls jemand natürlich jetzt hier Cabrio möchte, bitte sehr, aber ich würde einen ganz normalen
Ganz normales Dach, bevorzugen. Getriebe haben wir auch. Kofferraum. Lautsprecher. Ich mach Doppelsubwoofer Neon. Ja, Neon. Drauf. Turbo haben wir auch. Reifen, Felgentyp. Ja. Bennys Original. Ich mach mal OG Hannes Chromrand dran. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Felgenfarbe, schwarz, ja, Reifenmuster. Klassische Weißwand. Schusssicher ist, Reifenquallen bleibt. Fenster ebenfalls. Ansonsten war es das, dann fahren wir mal raus. Jo. Hier ist das Ding. Ja, man kann ja irgendwie springen. Wir waren das genauso. Bei der PS5 X gedrückt halten. Zack. Ja, funktioniert. Also, das hier ist das Fahrzeug. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über ein Feedback freuen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ob es sich für euch lohnt, solch ein Fahrzeug zu holen oder nicht. Ansonsten schaut auf meinen Kanal vorbei, das verhält eine Playlist zu den anderen ganzen Kartungen teilen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.